Während der Ersten und Zweiten Weltkriege baute die deutsche Armee hauptsächlich auf eine Waffe, das Mausergewehr. Von seiner Kreation 1898 bis 1945 wurden mehr als 20 Millionen Gewehre nur in Deutschland produziert. Andere Länder produzieren Millionen mehr Mausergewehre. In Wirklichkeit haben mehr als 30 Länder sich mit Mausergewehren bewaffnet. Das Mausergewehr ist auch in den regionalen Konflikten, einschließlich die gegenwärtigen Kriege im Irak und in Afghanistan, benutzt worden. Bitte komm mit, wir werden die Geschichte des deutschen Mausergewehrs erforschen. Das Mausergewehr wurde 1889 von Peter Paul Mauser entworfen. Paul Mauser wusste, dass Deutschland ein modernes Gewehr benötige. Das ältere deutsche Modell 1888 Gewehr war überholt. Andere Länder hatten moderne Gewehre, wie der englischen Lee Enfield Gewehr, der russische Moisin Nagant und der französischen Lebel. Das Mausergewehr benutzte die neue 7,92 bei 57 mm Infanteriepatrone, die allgemeiner als 8mm Mauser bekannt. In einer Bemühung, die 8mm Mauser-Patrone modern zu halten, stellte Deutschland die Patrone mit einer neuen spitzen Gewehrkugel her. Die neue Patrone wurde das 7,92 bei 57 Infanteriespitzgeschoss gekennzeichnet. Als der Erste Weltkrieg anfing, wurde die deutsche Armee mit dem Gewehr 98 bewaffnet. Dieses Gewehr war im Allgemeinen mit den Gewehren anderer Länder gleichwertig. Tatsächlich verwendete das amerikanische Springfield Modell 1903 die Mauser-System. Trotz des ausgezeichneten Gewehr 98 verlor Imperialist Deutschland den Ersten Weltkrieg, weil es auf allen Seiten umgeben wurde. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg verursachten soziale Unruhen. Dieses trug auch zur Niederlage bei. Nachdem Deutschland im Ersten Weltkrieg besiegt wurde, erlegten die siegreichen Verbündeten den Wehrtag von Versailles nach Deutschland auf. Der Wehrtag von Versailles sagte Deutschland, er besitzt eine Armee mit mehr als 100.000 Männern unter. Er verbot auch wieder auf Rüstung. Die deutsche Waffenindustrie blieb schlafend, bis 1933 von Adolf Hitler der Kanzler von Deutschland wurde. Hitler und das Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ignorierten den Vertrag von Versailles. Als Hitler Kanzler wurde, fing Deutschland sofort den Prozess der Wiederaufrüstung an. Die neue deutsche Armee brauchte ein neues Gewehr. Folglich in 1934 aktualisierten die Mauser-Ingenieuren das Gewehr 98 Entwurf. Dieses ergab der Karabiner 98 kurz. Dieses neu entworfene Gewehr war kürzer als das Gewehr 98. Es enthielt auch ein verbogenes Kammerstecker. Jedes Gewehr hatte einen Seitengewehrhalter, zu dem ein Bajonett angebracht werden könnte. Hier ist das Bajonett vor der Karabiner 98 kurz. Dieses spezifische Bajonett wurde in 1943 in Solingen hergestellt. In 1943 stellte Deutschland Bajonette mit Bakelitgriffen eher als hölzerne Griffen her. Es bringt zum Seitengewehrhalter so an. Das Seitengewehrhalter könnte ein Schießbecher auch halten, das Granaten werfen. Der Karabiner 98 Kurz ist ein Kammerverschlussgewehr, der eine interne Magazinkapazität von 5 Schüssen hat. Der Karabiner 98 Kurz wird mit einem 5 Schuss Ladestreifen geladen.
Das Karabiner 98 Kurzgewehr wurde mit zwei alten Kolbenkappen produziert. Diese zwei Gewehre haben ein flasches Kolben. Dieses Gewehr hat eine Kolbenkappe mit hochgezogenem Rand. Der Kolbenkappe mit hochgezogenem Rand wurde gebildet, um die Ecke des Schafts zu schützen. In 1939 wurde dieses Gewehr hergestellt. Es wurde bei Erfurter Maschinenfabrik gebildet. Der Fabrikcode für Erma war 27. Die Waffenartnummer oder der Kontrollencode war 280. In 1941 produzierte das Gustloff-Werk in Weimar dieses Gewehr. Der Fabrikcode für das Gustloff-Werk war BCD. Die Waffenartnummer war 1. In 1944 wurde dieses Gewehr beim Waffenwerke Brünn produziert, das in Tschechoslowakei war. Die Fabrikcode für das Waffenwerke Brünn war DOT. Die Waffenartnummer war 63. Die Russen nahmen diese zwei Gewehren an der Ostfront gefangen. Ein amerikanischer Veteran holte dieses Gewehr zurück zu Amerika. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Karabiner 98 kurz überholt durch Selbstladegewehre wie den amerikanischen M1 Garand und M1 Carbine. Schauen Sie, wie dieses Karabiner 98 kurz auf ein weitreichendes Ziel geschossen wird. Zuerst wird das Sicherungsring gegiert. Das Gewehr kann mit einem Ladestreifen oder einer Patrone auf einmal geladen werden. Danach ist das Kammer geschlossen. Dann wird das Sicherung abgezogen. Der Abzug wird gezogen, der das Gewehr schießt. Das Kammerbeschuss wird bedient und dann wird das Gewehr wieder geschossen. Wie Sie sehen können, ist es ein sehr leistungsfähiges und präziser Gewehr. Das Mausergewehr war vermutlich das wichtigste überhaupt produzierte Gewehr. Von 1898 bis 1945 diente es in der deutschen Armee. Andere Länder und Milizen benutzen das Mausergewehr weiter. Rebellen verwenden das Mauser im Irak und in Afghanistan. Am allermeisten ist dieses Gewehr für die Rolle wichtig, die es im Zweiten Weltkrieg spielte. Danke fürs Sehen dieser Dokumentarfilm an.